Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Das ist die erste Runde in unserer Gemeinde, die ich mit dem Bike, nachdem ich sie abgeholt habe, fahre. Heute möchte ich gerne mal eine neue Sache testen, und zwar fahre ich aktuell mit 3 Mikrofonen. Ich habe zum einen das normale Rode SmartLav Plus in meinem Helm als Helm-Mikrofon. Dann habe ich ein DJI Mic noch zusätzlich in den Helm gesteckt, weil ich mal sehen möchte, ob die Tonqualität besser ist als von dem Lavalier-Mikrofon. Und Nummer 3 befindet sich unter meinem Sitz, um Motorsound für euch mit aufzunehmen. Wie sich das Ganze anhört, merke ich erst, nachdem ich diese Videos aufgenommen habe. Aber wir sind ja gespannt und guter Dinge, ne? Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, wie ihr den Sound aktuell findet. Ob ich lieber bei der Helm-Mikro-Variante von Rode bleiben soll. Oder ob ihr das DJI Mic bevorzugt. Jetzt habe ich das DJI Mic an und den Ton aus von dem SmartLav. Und dann werden wir jetzt noch so ein bisschen damit fahren. Leider war es in den letzten Tagen hier nicht so toll vom Wetter her. Auch hatte ich wenig Zeit, um noch mal eine Runde auf dem tollen Bike zu drehen. Wie gesagt, ich habe mir die Harley Davidson Sport 2S gegönnt. Bei Börjes in Augustin habe ich die gekauft. Ist noch komplette Serie, aber Teile wurden bestellt. Unter anderem Blinker, Rücklicht, Kennzeichenhalter. Vorne dann noch so eine kleine Abdeckung. Und den Sozius-Sitz, den habe ich auch bestellt. Ganz einfach aus dem Grund, weil ich einen Spritzschutz hinten haben möchte. Ich möchte das Bike auch bei Regen fahren. Und von daher brauche ich hinten einen Schutz, damit es mich nicht immer den Rücken hochschießt und ich dann wie eine Sau aussehe. Ja, das dazu. Ich bin auch schon gespannt. Ich darf später die Sachen mitfilmen, wenn sie die verbauen, weil der Sportster ist. Und das ist natürlich auch wieder geiler Content dann für euch. So, das war jetzt komplett mit dem SmartLav aufgenommen. Und jetzt schalten wir mal komplett auf die beiden DJI Mics um. Ja, ich bin mal gespannt, was ihr so in die Kommentare schreibt. Ob ihr sagt, jo, lass mal so, hört sich geil an. Oder ob ihr sagt, ey Bruder, lass das, lass die Spielerei. Dann kannst du besser wieder aus Lavalier zurückgehen. Ich bin echt gespannt. Ich bin auch selber gespannt, wie sich das anhört. Nicht nur auf eure Meinung, sondern auch, wie sich das anhört. Und wenn sich das wirklich besser anhört mit Motoren-Sounds. Und wenn die Stimme auch besser rüberkommt über dieses DJI Mic, dann wird es natürlich nur eine Lösung geben. Und zwar aufs DJI Mic umzusteigen. Sollte das Lavalier besser sein von der Sprache her, aber die Motoren-Sounds besser rüberkommen beim DJI Mic, ich auch mit beiden Varianten weiterfahren. Dann will ich aber das eine Mikrofon auf dem Helm rauslassen, sondern das da dann nur mit dem SmartLav fahren und das andere will ich dann immer unter Turbo platzieren, um ein paar Motoren für euch zu generieren. Wir haben jeden Tag Tag der Deutschen Einheit, Sonnenuntergang ist so langsam im Kommen, ist ein bisschen dunkler. Aber alles klar, kein Problem. Ich werde sowieso nochmal für euch ein Video machen. Wir sind ja mal schon in der Nachbar. Ganz einfach, um euch mal zu zeigen, wie der Scheinwerfer ist. Ja. Das ist mir selber noch nicht. Ich bin damals noch nicht immer gleich gefahren. Und das ist, wo wir jetzt fahren, das ist gleich nicht mehr drauf. Ja, ganze 1600 Kilometer muss ich das Ding einfahren. Das sind ja 1000 Meilen. Verdienen so viel, so lange dürfen die auch nicht treten. Aber was soll's. Fahren wir mal eine größere Tour, bringen dann ein bisschen rein. Und dann werden wir hoffentlich vielleicht im Monat 1600 Kilometer drauf haben. Das können wir einfach noch vor Weihnachten. Und dann wollen wir mal gucken, was wir das Ding nochmal
die Inspektion vor Weihnachten kriegen und dann auch mitschütteln, ne? Ich kann euch einfach mal zeigen, was wird alles bei so einer Inspektion gemacht und. Ist sicherlich auch interessant für euch. Wenn ihr sonst übrigens Ideen habt, was ich mit der Maschine machen soll oder was ihr gerne sehen wollt, was das hier steht, Alter. Dann schreibt das auch gerne in die Kommentare. Ich lese mir die Kommentare immer alle durch. Und wenn Anregungen sind, dann versuche ich auch auf jeden Kommentar zu antworten. Also, da könnt ihr mich beim Namen und Wort nehmen. Das werde ich dann auf jeden Fall machen. Denn nichts ist wichtiger, als euch da mitzunehmen. Schreibt doch gerne mal rein, wie ihr dieses Bike findet. Wäre das auch was für euch oder sagt ihr dann immer, nee, Digga, das mal, das ist nicht so gemeint. Wir waren ja Sportler, also ich bin ja immer noch der Hals von dem Ding. Und wenn wir dann die Umbauten angehen, dann bin ich auch mega hyped. Und ich dachte, so mega schlecht. Ja, das war ja elendig. Das liegt hier natürlich drin bei, wenn du drüber fährst. Meine Scheiße. Jo. Schönes Wetter euch gehabt. Wir hatten 19 Grad hier, Sonnenschein. Wir waren mit der Lücken noch in der Seehundstation in Norddeich. Kann ich nur empfehlen, kann man gut hingehen. Da haben wir auch einen tollen Spielplatz mit vielen Geräten. Matschspielplatz haben wir da auch noch. Da kann man so die eine oder andere Stunde verbringen mit Kindern. Oder halt auch als Erwachsener. Da muss ich die Seehunde manchmal. Das sind ja schöne Tiere. Die recht waren, also sehen wirklich aus, finde ich. Also echt perfekt. Ja, und da haben wir auch gesehen, wie viele Urlauber hier momentan auch sind. Also es ist tatsächlich. Junge. Meine schöne Maschine, die ist noch so sauber. Oh Mann. Aber Ostfriesland, hier muss man mit verdeckten Straßen rechnen. Und vor allen Dingen auch mit dreckigen Straßen. Mit kaputten Straßen, ne? Ich glaube, das von der fetten Käse war. Aber die Sitzposition ist ja echt lässig, ne? Das ist immer noch geil. Ich werde das Ding auch als Daily Driver nutzen, um zur Arbeit fahren. Wenn ich jetzt nicht im Strömen lief. Aber wenn es so leicht kalt und nass sein sollte, dann werde ich damit auch fahren. Das habe ich mir das richtig etwas gegönnt. War ja uns ganz billig. Dann hast du schon 20.000 kannst du rechnen für so ein Ding, ne? Und dann mit ein paar Umbauten dazu, die noch nicht mal mega aufwendig sind, aber dann bist du da ganz 20 los. Ist auch ein Geld, meine alte sagt auch schon. Junge. Da kaufen sich andere ganze Sachen und noch einen Kleinwagen von neu. Tick-Tack-Tick. Die Farbe auch in dem Blauen. Ich habe meinen Helm vorhin erstmal wieder sauber gemacht. Also die, das Visier, das sah so dreckig aus. Und nachher werde ich dann auch die Polster rausnehmen und gehe in die Waschmaschine packen. Denn es muss so mit jedem Helm, sagen wir es mal so. Aber das ist so nervig, ich kann es halt nicht anziehen, ne? Aber es ist auch nicht kalt. Ich muss ihn so ein bisschen sehen. 15 Grad Außentemperatur. Das fühlt sich noch echt angenehm. Es ist echt nicht kalt, und kann sich die Sachen vollhalten. Schneller will ich ja eh noch nicht fahren. So, mein Baby hier, ne? Genau. Ich habe mir damals wieder träumen lassen, dass ich immer mal auf einer Harley ist. Das war ja mega geil. Ich bin auch so ein kleiner Fanboy geworden von Harley. Na, ja, natürlich bin ich andere auch geil, ne? Yamaha, ja. Ich bin ja jetzt auch hier. Ducati, Panigale, Yamaha. Das ist jetzt hier ein Bike. Und ja, diese neue Generation von den Bikes seltsam von der, ne? Diese GSX-F 1000, GSX-F 950. Die haben ja alle eine komische Front bekommen. Ich hatte damals die S57 und die war von der Front
Zeile, aber das kann ich auf jeden Fall nicht mit dem einen Licht davon. Das sieht ja aus, als wenn das ein Typ Loop ist, als wenn er nur ein Auge hat. Und das sieht echt gewöhnungsbedürftig aus. Also, weiß ich nicht. Da kann man auch fast keine zwei Meinungen haben. Das ist echt nicht schön. Genauso wie bei der Yamaha MT-10, da finde ich die alte auch schöner als die neue. So, ja. Geschmack, das ist da, aber ich finde, das mit diesem einen Scheinwerfer vorne, finde ich echt nicht schön. Ich bin echt mal gespannt, wie die Motoren Sound in dem Video jetzt sind, ob man nicht gut mithört, dass man ein bisschen mehr Spaß. Pfeift ziemlich bei mir im Helm. Aber das liegt jetzt sicherlich auch daran, dass ich Vorordner habe, der PCI Action 2 mit dem Rode AI oder IA. Das kriege ich immer wieder durcheinander. Und ja, dann hast du natürlich auch viele Verwieblungen, ne? Jo, hier sind wir rot, meine Rotfarben hier noch. So, morgen auf jeden Fall habe ich noch frei. Dann werde ich freigehen und bei uns den Anbau, die Riebspanne, nee, unten drunter sind, wo das Permafell, wie die Acke heißt, oder weiß ich nicht. Das muss ich auf jeden Fall spachteln. Die Silbewand habe ich schon runtergeklebt, aber teilweise schon wieder runter. Recht nervig. Und ja, da geht es dann morgen früh gleich um 7 Uhr bei und fange dann an, alles dicht zu spachteln und dann auch schon ein bisschen abzuschalten. Ich bin mal gespannt, wie schnell das alles geht. Ich habe extra so super feinen Spachtel besorgt. Ich hoffe, dass man das schön glatt ziehen kann, sodass man nicht so viel schleifen muss. Aber wie ich mich kenne, werde ich natürlich nicht vom Glück verfolgt sein und viel schleifen. Ich hoffe, das geht auch einigermaßen schnell. Wieder den Baum dicht schleifen und ja. Ist halt nicht so mein. Und dann über Kopf, das ist mein Rücken und Nacken. Aber was willst du machen? Kannst du machen nicht. Für Samstag ist dann geplant, bei unserem, wo wir das neue Doppelhaus bauen, dort den Schuppen schon mal anfangen abzureißen. Wollten wir letzten Samstag vorbeigehen. Aber mein Bruder hat Corona. Und ist heute auch noch positiv gewesen. Von daher, ich gehe nochmal davon aus, dass wir Samstag dann einen Container da haben können. Um die Rotze dann da reinzulegen, ne? Das Ziegel etc. und das Projekt. So ist dann der Plan fürs Wochenende. Wir haben am Sonntag auch noch Wahlen und da werden wir sicherlich wählen gehen und dann abends vielleicht auch noch eben in die Stadthalle ist es bei uns und auch Richtung die Wahlen dann mitverfolgen. Und unser Abgeordneter hier Siegel von der SPD abschneiden und davon war. Ich bin ja der Meinung, dass wir in Niedersachsen relativ gut durch die Pandemie gekommen sind und auch diese Krise, die wir jetzt haben, die meistert er immer seriös und vor allen Dingen mit Ruhe. Er versetzt nicht Leute unnötig in Panik und das sieht man ja halt bei vielen, vielen anderen Zugesichern. Leider Gott wollen die das vielleicht nicht oder machen das nicht mit Absicht, aber die sind halt teilweise so trottelig, gerade von der Bundesregierung und ein paar Leute, die den Bürgern immer mehr Angst machen. Ja, was willst du sagen? Also, das ist ja nicht schön, ne? Jo. Jetzt haben wir noch eine kleine Ehrenrunde. Ich wollte mal überlegen, ob ich mir so ein Badhelm zulege. Weil ich denke, vielleicht ist es auch angenehmer, mit so einem Badhelm und dann tief vor dem Mund zu fahren, aber da braucht auch wieder eine Brille auf und so nicht die ganze Kacke in die Augen bevor uns fliegen und irgendwelche andere Sachen und so weiter. Von daher, und ich habe eine Sehstärke in der Brille, ja, wenn ich jetzt eine Fahrrad fahren muss, dann wird die auch sicherlich schnell abgerannt sein. Von daher wird das noch eine Überlegung sein, aber dann sicherlich erst im nächsten Jahr.
wenn das Wetter wieder besser wird draußen, weil im Winter wollen wir mit dem Ding nicht fahren, dann gehe ich mir sicherlich dann auf den Arsch ab mit dem Wetter. Sind wir super zufrieden ja auch noch mit dem Park. Ich auch gerne noch nicht so lange und halt eher jetzt. Und den finde ich halt mega, mega klasse. Und also sind an diesem Wochenende wieder die anderen Filme. Hier bei 2,17 € für den Liefer-Super. Und diese kostet 22 mal ein alter Film. Das kannst du merken, ne? So sind lange Wochenende, die Menschen generell mehr tanken, weil die dann auch mal weg von der Wochenende und so weiter. Eigentlich ist das immer hoch. Das ist jedes Mal dasselbe. Warum? Keine Ahnung. Genau so wie sie so sein muss. Aber ist ja geil, ne? Das ist so. Und das wird sich auch nicht mehr ändern. Also die Preise werden irgendwann auch noch höher gehen. Irgendwo wahrscheinlich Mitte nächsten Jahres. Also ich werde 2,50 € liegen oder. Ich kann es nicht verstehen, ich glaube auch, wenn dieser Krieg dann irgendwann mal hoffentlich auch vorbei ist, dass dann die Preise alle wieder sich ein bisschen einpendeln, aber ich glaube ganz ehrlich, die haben jetzt gemerkt, die Leute tanken trotzdem, das ist ja auch müssen die mit Arbeit. Und die arbeiten halt um zu tanken, ne? Das ist ein blöder Kreislauf. Und das haben die jetzt gemerkt, und deswegen haben wir so viel gesehen. Und ich sehe das ganz, ganz packen aus, dass ich da so rein werde. Da ist ja auch mega viel Energiefeuer, was davon ausgeht, ne? Also das sind nicht nur die Ölkonzerne, die sich daran bereichern, sondern der Staat, der verdient für die Paar auch sehr, sehr viel. Ich will das gerne mal. Hier werdet ihr trocken sein, wie viel der Staat sich an Steuern dadurch einnimmt, die sich da verbinden. Also, das ist wirklich krank. Hätte ich damals auch nie gedacht. Ich, vor 10 Jahren oder so habe ich selber mal geguckt. Und das ist echt, echt Hammer, Hammer gebracht. Wir sind in Motor City. Und wir bauen so langsam wieder Richtung Heimat. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst mir gefällt mir da, abonniert gerne meinen Kanal. Würde mich freuen, wenn ihr mich dadurch ein bisschen unterstützt. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.